Für die Programmierung von Smartphone-Apps kann die Webseite Thunkable.com verwendet werden, wobei man dann hier bei Thunkable.com sich registrieren muss. Und ich würde hier empfehlen, sich mit einer Gmail-Adresse anzumelden, um hier dann den vollen Umfang dieser Möglichkeiten zu nutzen. Das heißt, man kann hier sich anmelden mit dem Google-Account, gibt dort dann seine Google-Daten ein und kann dann dementsprechend hier schon mit dem Programmieren beginnen. Die zweite Vorbereitung, die man treffen muss, ist dann am Smartphone direkt, weil wir wollen ja auch diese App dann, die wir hier programmieren, direkt am Handy dann testen und auch installieren, damit das auch unabhängig von dieser Website dann läuft. Zu dem Zweck habe ich das hier jetzt auf einem Android-Gerät zum Nachvollziehen. Das heißt, es wird Google Play Store geöffnet, man gibt Thunkable als Suchbegriff ein und findet dann als ersten Treffer Thunkable Live und diese App wird nun installiert. Das Ganze funktioniert auf iOS genauso, dort heißt die App genauso Thunkable Live und der Installationsvorgang läuft dort über den App Store ab. Nach erfolgreicher Installation kann man dann Thunkable einmal starten und hier loggt man sich dann mit denselben Google-Daten ein wie schon auf der Website und dann hat man alle Vorbereitungen zum Programmieren mit dem Smartphone getroffen.